Hallo, ich bin Lennart Weninger, der Chefredakteur der Klare News und berichte heute für die Antenne Meierhof und unser Thema heute ist Kinderrechte. Mein erster Gast ist Ole, der jetzige Bürgermeister. Ole, was findest du ist für dich das wichtigste Kinderrecht? Also ich finde ganz wichtig das Recht, kein Kind darf benachteiligt werden. Das ist einfach blöd, wenn zwei Kinder spielen, zwei Jungs spielen und da kommt ein Mädchen dazu und dann sagen die Jungs, nee, du darfst nicht mitspielen, weil du ein Mädchen bist. Also, das war Ole mit seiner ersten Antwort. Jetzt kommt das nächste Kind. Mathis, welches Kinderrecht findest du am wichtigsten? Nummer eins, die keine Benachteiligung. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel ich und meine Schwester auf der Kirmes sind und nur meine Schwester darf in die Raupe und ich nicht, dann ist das Benachteiligung. Okay, das war Mathis mit seiner Antwort und direkt das nächste Kind. Ich sitze jetzt hier mit Lukas und Lukas, was findest du ist das wichtigste Kinderrecht für dich? Dass Kinder eine gute Pflege kriegen, die behindert sind, dass die nicht immer so alles alleine machen müssen, dass die nicht alleine sind, dass sie auch eine Fürsorge haben, das finde ich wichtig. Und warum findest du das wichtig? Weil das ist halt nett, dann wissen die wenigstens, dass sie jemanden haben, die helfen den Kindern. Das finde ich schön. Ich bin jetzt hier mit Tobias. Meine Frage an dich ist, welches Kinderrecht findest du am wichtigsten? Dass Kinder Spaß haben, damit sie auch was zu tun haben, außer nur noch zu helfen. Und warum findest du dieses Kinderrecht am wichtigsten? Habe ich gerade schon eigentlich gesagt. Okay, dann war's das mit Tobias und es geht weiter mit dem nächsten Kind. Nele, meine Frage an dich ist, welches Kinderrecht findest du am wichtigsten? Ich finde, dass Kinder das Recht haben sollen, im Krieg und auf der Flucht besonders geschützt zu werden. Weil Kinder haben noch nicht so viel von der Welt und von der Natur und so gesehen. Und ich finde, dass die Kinder das noch zu Ende führen sollten, was sie alles noch sehen wollen. Und Erwachsene haben das vielleicht schon alles gesehen, was sie sehen wollten und dass sie sich für die Kinder einsetzen. Okay, dann geht's weiter mit dem nächsten Kind. Lara und Lara, meine Frage an dich ist, was findest du ist für dich das wichtigste Kinderrecht? Ich finde, das wichtigste Kinderrecht ist, dass alle Kinder in die Schule gehen dürfen und eine gute Ausbildung haben. Und warum findest du, dass das wichtigste Kinderrecht ist? Weil es sehr wichtig ist. Okay, das war's mit diesem Bericht und jetzt geht's zurück ins Studio.